Seit dem April 2022 gibt es die Rikscha in Walderstadt. Bitte schön. Die Rikscha entstand, da man Menschen für das Radfahren begeistern wollte. Die Fahrten richten sich nach den Wünschen der Gäste. Natürlich kann das Rikscha-Personal bestimmte Routen empfehlen. Richtig entspannen können die meisten Gäste erst nach einer gewissen Zeit. Deshalb werden Fahrten von mindestens einer Stunde empfohlen. Außerdem wollte man zeigen, dass viele Fahrten auch ohne Auto möglich sind. Die Rikscha ist ein Dreirad mit einem Elektroantrieb, der den Fahrer wie bei einem Pedelec unterstützt. Es gibt derzeit 2 Fahrerinnen und 4 Fahrer, die bei den Ausfahrten in die Pedale treten. Außerdem hätte es in der Rikscha noch für 2 Gäste Platz. Man fährt gemeinsam mit der Rikscha durch die Natur, aber auch durch die wunderschöne Stadt. Um mit der Rikscha zu fahren, schreibt man einfach eine E-Mail mit dem Wunschtermin. Bei vielen Menschen zaubert die Rikscha-Fahrt ein Lächeln ins Gesicht und meist noch einen Daumen hoch als Rückmeldung. Wunderbar. Wenn es nicht bald mal wieder machen. Ja, ciao.